Hallo und herzlich willkommen hier zum Graveyard Keeper. Es geht wieder weiter hier. Ja, Leute. Wir sind jetzt gerade wieder im Kirchentag, wie ich sehe. Ja, wir sind jetzt dabei, beim Eurik da mal die Quest ein bisschen weiter zu treiben. Das geht jetzt ja endlich. Das war am Anfang immer, geht nichts. Aber wir sind ja so ziemlich beim Hauptspiel von den Personen her ja ziemlich weit mit den Quests durch, ne? Flüchtlingslager tatsächlich oben, das war ja auch ein DLC. Da sind wir so gut wie fertig, meine ich. Das heißt, ja, gut, nicht unbedingt. Ich meine, da geht es ja noch mit dem Vampir hier irgendwie um sich, ne? Wobei das eigentlich auch wieder DLC-technisch was ist, ne? Das greift so ineinander so ein bisschen. Es ist zwar, ist eigentlich eine schöne Sache, ne? So. Gut, weil wir jetzt das letzte Mal so erfolgreich im Schnaps war, müssten wir eigentlich gucken, ob wir noch mehr Schnaps herstellen, ne? Weil den Wein dafür hätten wir, der kann gar nicht so viel abliefern. Und wir müssten gucken, dass wir halt noch mehr Bier produzieren, das habe ich ja auch schon gesagt. Die komische Invasion können wir bauen. Ja, warum soll ich die nehmen, wenn ich da hier Health verliere? Da habe ich eigentlich keinen so großen Vorteil, nur dass ich 80 Energie kriege. Du, okay, 270 Feuerholz ist noch drin. Ja, wir legen mal ein bisschen Feuerholz nach. Kohle. Ah, ich weiß, warum jetzt keine Kohle wieder ankommt. Das ist immer das Problem. Weil, ja, wenn die Steindinger voll sind, dann wird auch das Kohle nicht mehr gefördert. Das ist so ein bisschen ein kleiner Nachteil, dass es nicht ein Kohlelager gibt und ein Steinlager. Aber was willst du machen? Deswegen können die Zombies nichts mehr machen. So, jetzt haben wir für 1070 Sprit drin in dem Ding hier. Na, ich will eigentlich nicht den kompletten Sprit hier verbraten. Wir machen 75 Schnaps, oder? Komm, wir können mal ein bisschen mehr machen. Aber 90 Schnaps, gut. Ein bisschen Brennstoff lasse ich jetzt mal drin. So, das kann ich jetzt leider nicht mehr verändern. Das ist auch ein bisschen schade, finde ich. So, ist das hier voll? Nee, es ist noch nicht voll. Okay, absolut nicht. So, Träubchen hat er auf jeden Fall genug. So, ja, ist perfekt. Gucke ich mal ganz kurz, ob ich mir noch Weihrauch bauen kann. Jetzt ist ja Kirchentag. Mein Kerzen haben wir nicht genügend Wachs, ne? Ja, wir könnten einmal 4 Kerzen herstellen. Das ist nicht viel. Weihrauch, ach so, ja, da müssen wir erst Traumspray herstellen. Ich guck mal ganz kurz, ob wir das Raumspray zusammengebacken kriegen hier. Raumspray. Ach so, da bräuchte man Alkohol. Wenn wir Alkohol herstellen. Mal, was müssen wir das, oder? Haben wir das Rezept noch nie gemacht? Weil das ist ein anderer Alkohol, den wir hier brauchen. Ja, das Rezept kennen wir nicht. Das heißt, ich müsste mir den Alkohol dann kaufen. Beziehungsweise wir haben diesen Alkoholschleim, aber der ist hier nur, wenn man schlechte Rezepte zusammenbastelt. Dann kann man den wieder zu Alkohol zusammenbrauen zum Beispiel. Gut, dann muss das halt wieder ohne irgendwelche Sachen machen. Ich meine, ich habe eh gesagt, wir sind ja bei Qualität eh drüber, was der Spruch hier braucht, also das Gebet. Und daher ist es eigentlich wurscht, ne? Wir kriegen nicht mehr Geld. Mehr Glauben kriegt man eigentlich auch nicht unbedingt. Höchstens, wenn wir mehr Leute in die Kirche locken. So, gut, alles klar. Der ist da. Dann machen wir mal unsere Zeremonie hier. So. Ja, mit dem Plastik da oben habe ich mich auch immer noch nicht auseinandergesetzt. Vielleicht bietet uns das Spiel noch irgendwie was an dafür dann später, dass wir da weiterkommen, weil so wüsste ich jetzt nicht, wie ich da irgendwie was fertigen kann dafür. Es geht ja nicht. Wird wahrscheinlich noch kommen, weil es erscheint ja ab und an mal wieder was und wenn wir mal eine andere Quest lösen, dass wir da dann irgendwo wieder weiterkommen woanders. Ne? So, alles klar. Jawohl. Ihr könnt wieder gehen. Alle hier mit ihrer Kutte hier, ne? Wahre Gläubige. So, jetzt.
weiß ja, dass, also es ist egal, da gehen jetzt zwar noch hier Zahlen hoch, aber das ist alles schon drin. Da kriegen wir jetzt halt wieder unsere üblichen. Ich habe es noch nie genau ausgerechnet. Wenn ich die 34 dazu zähle, das sind 8 und 9, das sind 90. Und dann sind wir hier bei 99. Und das hier wären 16, 26, 90, also knapp 27 Silberlinge, die wir hier eben beim Betnehmer in der Kollekte haben. Haben oder nicht, ne? Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich meine, gut, eigentlich war es mehr für den Glauben halt das Ganze hier, ne? Man kann auch ein reines Glaubensgebet sprechen, wenn man sagt, ja, nee, man will kein Geld mehr haben oder so. Oder ein reines Geldgebet, ne? Das ist ja alles möglich. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Warum habe ich jetzt eigentlich noch hier noch Lederhaut in der Hand hier? Klatschen wir hier rein. So, gut, da haben wir noch ein paar Flugblätter übrig. Das ist auch nicht so dramatisch. Das Papier kommt mal hier rein. Das Buch, ach ja, da müssen wir zum Astrologen. Das haben wir knapp nicht geschafft, erinnere ich mich. Ah ja, da haben wir jetzt unseren Porzellangeruch. Genau, wir wollten ja in der Kirche weiter ausbauen. Das können wir eigentlich sofort mal weitermachen, weil jetzt haben wir eh wieder Tage vor uns, wo ja eigentlich nichts passiert, wo wir jetzt eigentlich wieder auf die Tage warten müssen, ne? So, okay. Da habe ich ja gesagt, ich möchte ganz gern... Aha, eine steinerne Gebetsbank, die will ich jetzt mit meinem Büchel hier bauen. Ne, ne, vergiss es. Ich baue... Marmorplatten kann ich auch noch bauen, okay. Da muss ich mal gucken. Vielleicht machen wir das noch, Ich wollte die marmorne Urnenhalle bauen. Ach so. Ja, ich glaube, da muss noch Asche in die Urne rein. Das geht noch gar nicht. Das geht, glaube ich, im Haus am Ofen. Da brauchen wir aber, glaube ich, wirklich Asche dafür. Mal gucken, hier am Herd. Das ist ein bisschen makaber, aber ja. Ja. Pro Urne brauchen wir 5 Asche. Also gut, da kommen wir da erstmal auch nicht weiter mit dem Ganzen. Ich bin sogar Käse noch bauen, okay. Haben wir dann hier Abendessen? Ach, das war das mit dem Wackelpudding und so weiter. Ich meine, wir haben eh noch nicht alle Rezepte hier besorgt. Ich wüsste jetzt auch nicht. Er schiebt mich wieder weg. Was ist denn das hier für ein. Böse, böse Herr Zombie, ne? Ja, gut, dann könnten wir uns jetzt tatsächlich mal. Ich gucke aber nochmal wirklich nach. Dann könnten wir uns mal ein bisschen mit den Leichen beschäftigen. Jetzt, Jungs, warte mal, morgen ist Frau Anmutstag. War bei Frau Anmut noch was offen? Ich glaube, ja, haben wir, aber ich bin mir ganz sicher. Wo ist denn die? Oh, das ist da hier. Hier, Frau Anmut. Hilf Frau Anmut dabei, Wagner aus der Burg fest zu retten. Ja gut, das müsste dann eben morgen soweit sein. Mein gut, jetzt schauen wir uns wirklich mal die Leichen an. Ist da jetzt überhaupt verwerflich oder sonst was? Guck mal doch mal. Leiche. Naja, der hat einen Haufen Schädel da. Ja gut, das erste Weg wird wahrscheinlich ja eh erstmal die Seele rausnehmen. Ja, das kann jetzt aber auch schon wieder sein, weil wir da das nichts gemacht haben, dass die Seele schon ziemlich am Arsch ist. Ich weiß es nicht. So, wir versuchen es einfach mal. Legen. Öffnen, Seele extrahieren, möglicher Schaden 0. Aber die sieht sowieso nicht mehr so toll aus hier, finde ich. So, die Seele rausschleudern. Ich glaube, je länger halt so eine Leiche rumfliegt, na gut, die war jetzt auch ein bisschen draußen gelegen, ne? Ja. Je länger die halt rumliegt, umso schlechter wird die Seele. So, mit der Seele müssen wir jetzt halt auch gleich weitermachen. Weil man kann sie, meine ich, hier in diese Verbannungscontainerlager hier drin. Kann man machen. Dann haben wir hier 39 Zustand zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, ob die hier abnimmt. Aber ich meine, die nimmt trotzdem langsam ab hier. 39. 39. Vielleicht nimmt sie auch mit dem Dreier Dinger hier nicht ab. Bin mir nicht sicher. Na gut, wir machen mal weiter mit der Seele auf jeden Fall. Wie war denn das? Das war dann, glaube ich, hier.
Fehler heilen. Ach ja, stimmt, da müssen wir. Ja, das habe ich aber noch nie verstanden hier genau. Fehler heilen. Das heißt, wir brauchen Haut. Fleisch. Ach, wir haben jetzt. Wir haben kein Blut. Mal. Ja, und hier nimmt die Seele wieder ab. Warte mal, da muss ich mal kurz wieder das Ding schmeißen. Wir müssen erst das Blut aus der Leiche holen. 35%. Ihr seht, wie sauschnell hier die Leichen abtun. Und die Organe kann man hier, glaube ich, ja noch. Okay, man kann Dünger verbessern. Und Geschichten kann man mit diesen Scherben schreiben. Okay, interessant. Das habe ich eigentlich noch gar nicht so groß angeguckt. Könnte ich jetzt tatsächlich Dünger verbessern? Ja gut, da brauche ich auch Asche für. Oder hier mit Hanf. Organmodifizierung. Mal gucken. Die kann man ja aber modifizieren, ne? Da könnte man sich halt auch super Leichen basteln, ne? Aber wenn man halt keine Sündenscherben mehr hat, dann kannst du es auch vergessen. Wir haben doch noch Sündenscherben, oder? Die werden bloß nicht genommen. Ja, wir haben nur noch 6 Scherben. Das rentiert sich nicht. Ja, gut, okay. Also man kann hier auch ein Gebet machen, zum Beispiel Gebet für Seelenheil und so weiter. Gut. Dann tun wir mal aus der Leiche das Blut raus. So, ja. So, ja, ich muss ja da arbeiten aktiv dran. So. Okay, es hat zum Beispiel auch ein dunkles Herz. Es gibt halt einen Schädel dazu, das dunkle Herz, ne? Beispiel die Haut, ihr seht ja wieder ein Schädelchen hier. Wir waren das Fett, konnte man auch rausnehmen. Das zieht uns nämlich sogar einen Schädel, nämlich ab und weißen. So, das macht man nämlich hier so. Hier ging es jetzt eigentlich nur ums Blut, ne? So, das reicht eigentlich schon. Dann kann ich die Leiche erst mal auf Eis legen. So, ja, jetzt gucke ich noch mal kurz, ob die Seele abgenommen hat. 30%. Es scheint hier, bleibt die Seele heile noch in dem Behälter hier, weil jetzt möchte ich zu Frau Anmut, nicht dass wir das uns wieder verschwitzen hier mit unserer Tätigkeit hier. Wo ist mein Stein? Da ist mein Stein. Benutzen, und zwar Todespferd. Da ist er. Hallo Süß, aber wie kann ich dir behilflich sein? Gar nicht. Yeah. Hey. Muss ich da jetzt einfach zur Burgfeste marschieren? Kann das sein? Nee, ich glaube, wir müssen beim Astrologen hin, ne? Ja, also, das hilft uns nicht weiter. Ich gehe mal kurz hoch, aber ich glaube nicht, dass wir an der Burgfeste weiterkommen. Wie waren das? Wie sind die? Das ist das Meer. Goinalaha. Ja, wir müssen erst. Ja, da geht nämlich nichts. Was ist das für ein Ort? Ja, was? Geht also nicht. Ja. Gut, der nächste Tag wäre der Händlertag natürlich. Ja, gut, dann können wir nach Hause warpen. Ja, dann können wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Mit den Leichen weitermachen. Oder halt mal die Seele heilen da. Haben wir ja Blut. Das habe ich in der Tasche, jawohl. Das setzen wir gleich mal hier in diesen Elementenschrein rein. Gut, momentan ist halt blöd, dass ich nicht ein Blut hier auch verfügbar habe. Dass ich das immer aus der Leiche erst rauszehren muss. Ah, okay, 35, ja. Also,
Die bleiben jetzt heile in dem Ding, aber es war nämlich einmal so, dass die nicht heile blieb. Doch, Seele heilen. Ja, Organe können wir halt nicht modifizieren. So, Tintenscherbe. Jawohl. Und dann hier rein. Nee. Was soll? Ich habe jetzt gar nichts gekriegt. Oder ist die Seele jetzt einfach kaputt gegangen? Kann das sein? So ein Scheißdreck. Naja. Okay. So, Leiche nehmen. Leichenseele? Oh, okay. Die hat eine Scherbe irgendwie. Keine Ahnung, ist die Seele kaputt oder was? Dort, ich nehme auch mal ganz kurz her. Ich schmeiß mal gleich mal da rein. So. Naja, da ist eine Sündenscherbe drin. Das verhindert anscheinend den Prozess irgendwie. Ich weiß doch auch nicht. Das ist ein bisschen merkwürdig, die Sache hier mit diesem Sündending da. Muss ich sagen. Aber man müsste halt erstmal ein paar Leichen verarbeiten, so, damit man halt wieder Sündenscherben hat und so weiter. So, der... Wie war denn das? So, der Knochen kann man ja... Die können ja auch noch raus. Da passiert ja nichts bei. Der verändert nichts. Und Fett kann noch raus. Ja, Fett ist schlecht. Das wissen wir ja alle, ne? Fett ist immer schlecht. So, und der Leiche selber. Wenn man jetzt zum Beispiel die Organe verändern würde von der Leiche selber, ne? Dann könnte man da ja auch noch was machen. Zum Beispiel haben wir jetzt hier ein dunkles Herz. Nimm das Herz dann mal raus. Pflanzt jemand anderes rein. So, das kann ich. Wenn ich ein anderes Herz hätte. Okay. Ich habe kein anderes Herz. Okay. Ja, wir wollen die Leiche auch sowieso verbrennen. Von daher. Wir wollen die nicht auf den Friedhof packen. Das heißt, wir werden hier alles rausnehmen. Das heißt, brauchen wir das Zeug überhaupt? Das ist die andere Frage eigentlich nicht, ne? Eigentlich brauchen wir das Zeug jetzt nicht unbedingt. Aber wir machen es raus, komm. Das heißt, wir brauchen es schon, weil alchemische Prozesse brauchen wir ja auch manchmal hier Produkte aus dem Zeug hier. Und daher nehmen wir es raus. So, da bleibt noch eine Hülle übrig. Die nehmen wir jetzt mit, die Leiche. Eigentlich können wir doch auch die Krematoriumsöfe benutzen, oder? Warum habe ich jetzt hier 13 Schnaps bekommen? Brennende Leiche. So. 20. Moment mal, zeig mal ganz kurz. Das Schöne ist halt an den Öfen, du musst nicht hier das Ding wieder zusammenbasteln, daher. Aus Holz und so weiter. Du musst einfach nur Brennholz reinpacken und dann war's das schon, ne? Du kriegst genau dasselbe. Und ich jetzt gerade die ganze Zeit Schnapp hier in der Hand. Was soll denn der Schmarrn? Mich verarschen? Haben wir wieder eine Bestattungsurkunde bekommen. Zwei Sündenscherben haben wir. Das kommt alles hier ins Regal. Wird auch. Ja, kommt das ganze Gedöns hier. Ach, das ist ein modifiziertes Fleisch haben wir hier sogar. Okay, Moment. Ja. Hä? Wir haben hier Fleisch, wo besser ist. Okay. Hier haben wir modifiziert. Ach so, da haben wir ein bisschen rumgetestet. Ja, okay. Das kann aber alles hier rein. Ja, gut, die Herzen da, die werden aneinander geklopft. Es ist halt nicht so toll eigentlich. Das Salz, das packe ich auch mal hier rein. Kommt aus der Leiche raus, das Salz. Dreimal Asche bekommen.
kann ich eigentlich auch hier lassen. Den Schädel kann ich auch hier lassen. Das kann ich hier lassen. So. Das wird nicht gestackt. Passt also. Gut. Ja, dann schauen wir uns die nächste Leiche an. Im Moment ist es jetzt gerade kein Ziel, wenn sie jetzt Zombie zu machen oder für das Grab was zu machen. Ne? Eigentlich jetzt gerade tatsächlich nur Ascheherstellung. Mein Ziel gerade. Oh, das böse Blut rausholen hier. Sagen. Knochen. Das war das. Leicht nehmen. Ja, wir werden es dann aber probieren mit diesen Verändern von den Organen da, aber ich kann halt nicht versprechen, was es bringt. Ach, die Seele ist schon draußen. Aus der Leiche, okay. Naja, gut, dann können wir sie ausschlachten. Weil wenn jetzt halt eine mega, mega super gute Leiche jetzt da wäre, dann könnte man natürlich nur schwätzen, dass wir die anders verarbeiten. Aber ich sehe es gerade nicht so wirklich, dass da etwas super Geiles dabei ist. So, da hätten wir auch ein Herz, wenn wir wieder mal ein dunkles Herz haben. Dann könnten wir das Herz eventuell austauschen. Könnte auch Organe austauschen, ne? Weil die haben ja anscheinend tatsächlich unterschiedliche Werte. Oder haben die immer das Gleiche? Es kann auch sein, ja, nur weil ich die modifiziertes Fleisch da habe, zum Beispiel. Schädel kann man aber, glaube ich, nicht verändern. Wüsste ich jetzt nicht. So. Ja, hier haben wir Innereien. Doch, die Innereien sind doch verschieden. Okay. Ja, doch Unterschiede. Aber hier haben wir zwei schwarze Herzen, die sind gleich. Die Hirne sind auch gleich, zum Beispiel hier haben wir Hirne. Die sind auch unterschiedlich, ja, da habe ich nichts modifiziert. Ich will es nur mal sagen. So. Gut, dann gehen wir mal zum Händler, würde ich sagen. Da wird man laufen, der wird jetzt gerade ankommen wieder bei seinem Stand. Ach so, ja, ich muss jetzt Zombies oben wieder Aufträge geben, wahrscheinlich da beim Anpflanzen. So, biete ihm die Soße an. Jetzt haben wir auch eine Scherbe dabei. Suchst du was Bestimmtes, Vera? Nicht wirklich, aber ich glaube, du wirst mein Angebot sehr interessant finden. Du willst mir was verkaufen? Interessant. Nicht wirklich, ich habe einen Vorschlag für dich. Bist du daran interessiert, eine Soße zu probieren, die jede Mahlzeit noch köstlicher macht? Interessant. Sehr interessant. Und was verlangst du im Gegenzug? Nichts. Das ist sehr suspekt. Komm schon, sag mir, wo ist der Haken? Es gibt keinen. Ich will mich nur mit der Person unterhalten, die am meisten über Essen weiß. Und deswegen rede ich mit dir. Ja, da bist du wirklich an der richtigen Adresse. Nun, wenn du willst, haben wir, wenn du nichts haben willst, ja, dann gib mir die Soße. Ich probiere sie mir etwas Brot. Augen leuchten. Köstlich, was für eine unglaubliche Soße. Eine subtile Note von herben Roggen und ein erdigen Geschmack. Ein beglückendes Geschenk war die Errungenschaft. Darf ich die behalten? Natürlich, ich habe sie ja speziell für dich gemacht. Aber Spaß um einen Teil. Wenn ich mich in einer besseren finanziellen Lage befände, wäre mir das sogar etwas Geld wert. Ja, aber du bist doch ein Kaufmann, du musst doch Geld haben. Also vielen Dank. So, perfekt, war beim 100. Da hat man es schon die ganze Zeit. Also komm, der hat doch Geld. 14, na gut, wir haben 9. Gold. Dann noch mal gucken. So, da ist ja alles verkauft worden diesmal. Nee, ist nicht. Wir haben ja nichts mehr verkauft. Ja, weil da Gold dran stand, das verwirrt mich dann so. So, das wäre auch erledigt. Perfekte Meter.
Dann können wir nach Hause benutzen. Zu Hause. So, das heißt. Ja, wir haben jetzt die Völlereischerbe. Das heißt, wir können jetzt zu Eurig. Wir können die Behandlung vornehmen, die nächste Behandlung. Oh, hallo Wärter, was gibt's? Hier sind zwei weitere aufgeladene Splitter. Wenn das meine Aufgabe gewesen wäre, wäre das viel schneller gegangen. Dann mach's selber. Wenn das so ist, warum machst du es dann nicht alles selbst? Ja. Oh, Wärter, du verstehst aber auch gar keinen Spaß. Naja. Könnte ich jetzt eine Geschichte erzählen, aber okay. Den Plan kennen wir ja schon. Du setzt dich hin und ich aktiviere den Mechanismus. Ja, also wieder den elektrischen Stuhl. Zip. Zip. Festgekettet hier am Stuhl. So, jetzt sind schon zwei Dinger hier. In Ordnung, los geht's. So, blub, 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 blub. Wie war es? War es gut? Oh, scheiße. Ich bin auch immer schwach. Bis auf, also... In meiner Seele fühlt es sich auf einmal so leer an. Die zweite Therapiesitzung. Ich glaube, du solltest dich mal ausruhen. Bro, du hast recht. Ich leg mich mal hin oder so. Ich sollte ihn erst einmal ausruhen lassen und dann morgen besuchen. Ja, morgen. Also das heißt, wenn es der Mond kommt und einmal da ist, ja, dann können wir es schon wieder besuchen, oder? Ja, weil den Fehler mache ich nicht nochmal. Das heißt Fehler. Dieses Nervige hier mit dem Tag noch nicht rum und so weiter, ne? So. Gut, das wird dann auch erledigt. Dann machen wir tatsächlich mal unseren... Ja, fast. Mit dem Dealer hier sofort. Die ist ganz frisch. Moment, die legen wir erstmal hier hin. Da geht die auch nicht schlecht. Die ist fertig. Leiche nehmen. Die können wir gleich mal verbrennen. Vielleicht können wir sie auch hier liegen lassen. Aber da können wir gleich verbrennen dann. Die Schabräumen legen. Autopsie. So, die ist noch super in Schuss. Da nehmen wir aber gleich mal das Blut raus und so weiter. Kennt das Prozedere ja schon. So, den Knochen. Ich meine, die hat halt viel zu wenig hier Organe, wo schlecht sind, ne? Weil wir können ja ein bisschen was mit unseren Lösungen machen, zum Beispiel auch. Wenn wir jetzt sagen wollten, wir wollten jetzt wieder eine Superleiche begraben oder als Zombie machen, ne? So, jetzt sehen wir zum Beispiel, könnt ihr bloß noch einen Schädel umwandeln zum Bleistift. So, nehmen wir aber wirklich hier alles raus. Weil ich mir da nicht sicher bin, wenn ich jetzt hier tatsächlich das Hirn rausnehme, wo ist dann die Seele? Die müsste doch dann weg sein, oder? Man weiß es nicht. Ein bisschen Fleisch, ein bisschen Herzle. Wir machen die erstmal sozusagen leer, die Hülle hier. Eine leere Hülle. So, Leiche nehmen. Die andere, ja. Lass mal vergammeln. Öffnen. So, Seele extrahieren. Ja, die ist noch gut in Schuss. Die konnte auch nicht viel verderben, weil wir uns gleich um die Leiche gekümmert haben, ne? Weil wir sie gleich auf Eis gelegt hatten. So, die Seele haue ich mal kurz zwischen ins Lager hier. Und die kommt in den Ofen. Schnaps, schon wieder Schnaps bekommen. Was soll denn das? So, brennende Leiche. Ja, so, perfekt. Also das ist viel schöner wie die Scheiterhaufen draußen. Ich glaube, dass wir da nicht mehr Dings bekommen. Okay, dann nehmen wir die mal wieder mit. Da rein, Seele heilen. Dann machen wir mal ein anderes Fleisch rein. Wobei, hä? Wir haben doch da noch andere Fleische. So, wo ist es denn?
Da haben wir doch so ein Fleisch, ob besser ist. Nehme ich mal das mit. Ja, jetzt verfällt die Leiche halt wieder, ne? Die Seele. Na, die hier. Das habe ich noch nicht verstanden. Warum ist es jetzt... Oder ist es grün grinsen oder... Bin mir da nicht sicher. Also das ist wahrscheinlich schlecht, ja, das Rot. Und das da, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es echt nicht. Ich heile die jetzt mal einfach so. Geheilte Seele, Sündenscherbe. So. Ich meine, so gut ist die Seele jetzt nicht, aber ja. So, die können wir gleich mal hier rüber gehen lassen. Dafür kriegen wir Dankeschön. Ja, ganz schön viel Dankeschön. Jetzt sind wir nämlich wieder bei 92% hier sozusagen, oder? Naja, Prozent ist es ja nicht. Wir können ja bis zu 130 anscheinend hier lagern. Okay, aber wie gesagt, ich check das ganze System hier noch nicht. Jetzt das Fleisch hat es aber auch nicht verbraucht, ne? Und beim Blut, ich weiß gar nicht, ob man Blut ändern könnte. Kann man das Blut modifizieren? Doch, man kann das modifizieren. Also ich müsste mich da wirklich mal informieren mit dieser Seelenheilung, was da gut ist und was nicht. Weil ich habe es noch nicht gecheckt. Ich mache da einfach was und ja, das klappt zwar. Und die eine Seele war dann schon zu kaputt, also die konnte man wirklich nicht heilen. Und da haben wir irgendeinen Fehler dann eingebaut, aber ja. Also ich könnte jetzt hergehen, das Blut ändern, anfertigen. Modifiziertes Blut, dass es mehr weiße Schädel hat zum Beispiel. Eventuell kann man sich da welche zusammenbasteln, wenn es das nicht verbraucht. Dass man da halt dann verschiedene Blute reintut. Jetzt habe ich den Minusschädel weggemacht. Ja, da habe ich jetzt nicht aufgepasst, was da ist. Weil das sieht bei dem grünen Ding hier, das sieht halt aus, als würde es lächeln, oder? Bin mal nicht sicher, wie gesagt. Da muss ich mich mal noch ein bisschen informieren, aber wenn nicht, das ist auch nicht so dramatisch hier. Das ganze Gedöns muss man nicht machen unbedingt. Wenn man diese komischen Seelendinger nicht haben will, ne? So. Ja, da sehen wir die Prozentzahl, dass die Leiche ein bisschen angegammelt ist, ja. Die hier mitnehmen. So, der hat keine dunkle Schärpe drin. Nimm das Blut raus. Ja gut, wobei die ganze Sache, die ganze Geschichte hier auch, man kann sich ja wirklich hier bessere Leichen zusammenschüstern, ne? Also wenn man halt die Organe hochwertet, dann muss man noch nicht mal hier mit den Laugen da rumfummeln. Diesen komischen Infusionsflüssigkeiten da hier. Weiß gar nicht, ob wir momentan noch welche haben überhaupt. Man kann ja dann die Organe so verändern mit Scherben, wenn man genug Scherben hat, dass, ja. Wenn hier, wenn ich jetzt zum Beispiel das Herz rausnehmen würde, ne? Dann würde ich ja zwei Schädel verlieren zum Beispiel. Und ansonsten... Aber wir wollen ja, wie gesagt, eigentlich jetzt gerne keine Pflanzleiche haben hier. Ich hätte jetzt 6 Schädelchen. Jetzt gucke ich mal, was hat denn die eine Leiche hier? Ich meine, die hat auch 6 weiße Schädel zum Beispiel hier auf Lager. Aber wir nehmen die wieder komplett auseinander hier, weil ich will eigentlich bloß hier die Teile haben und ich möchte Asche haben. Darum geht es eigentlich. Ich meine, hier die Teile zum entweder Alchemie-Produkte herstellen oder eben halt, um es vielleicht zu modifizieren zu können. Aber da brauchen wir halt wesentlich mehr von diesen Scherben da. Und die kriegt man halt nur aus den Leichen raus, ne? Und ja, eigentlich müsste ich mal so ein bisschen ein paar Tage durchspielen hier. Also im Spiel. Ja, da habe ich eine Sündenscherbe irgendwie frei bekommen. Okay, warum auch immer. So. Mir geht es halt dann darum, um halt Sündenscherben mal zu sammeln, ne?
Ja, ich würde dann halt gucken, dass ich möglichst nicht an der Story irgendwie weiterschraube dann hier, ne? Dass ich einfach nur diese Scherben und so hier eben mir da besorgt, ne? So, wie viel Asche haben wir jetzt? 3 und dann nochmal 3 sind 6. Eine Leiche müssen wir auf jeden Fall noch machen. Leiche nehmen. Ah, jetzt habe ich nicht. Ah ja, jetzt habe ich die Seele nicht, aber ist jetzt auch egal. So, hier hätte ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sage, ich nehme jetzt hier zum Beispiel das dunkle Herz raus. Ne? Das machen wir jetzt einfach mal, der Look. Ich weiß, es braucht Energie. So, jetzt habe ich hier eine Bestandsurkunde ins Inventar gleich gekriegt. Jetzt machen wir das so. Ja, mal gucken, jetzt hätten wir hier zum Beispiel ein Herz mit 2 Weißen. Ne? Kann ich einbauen. Und schon hält die Leiche halt hier 7 weiße Schädel. Aber wie gesagt, man kann hier sozusagen dann verschiedene Organe einbasteln, ne? Ich meine, der Leiche selber ist es ja wurscht, ne? Nur wenn man halt einen Zombie machen will oder wenn man es halt bestatten will, dann sollte die halt eine hohe Wertung haben. Das passt jetzt aber wirklich, ne? So. Zack, was hatten die so? Na, die ist nichts gescheites, okay. Arbeiten. Schade, dass man nicht sagen kann, ja, ich will eher das rausnehmen. Dann einmal komplett und dann halt F halten, gut ist, ne? Dann nimmt man die ganzen Organe auf einmal raus. Das wäre praktisch. Ja, also das haben wir jetzt auch getestet mit diesem Organ hier. Aber das war mir eigentlich schon ziemlich klar, ne? Das haben wir schon mal festgestellt eigentlich, dass man ein besseres Ding reinmachen kann. Aber mir war halt nie klar, ob die immer die gleichen Werte haben, die Organe, ne? So. Ah ja, jetzt haben wir schon 14 Scherben. Das ist vielleicht ganz gut. Weil die Sachen unterschiedlich sind, deswegen stacken die auch nicht. Gut, wenn ich jetzt zum Beispiel 2 gleiche hätte, könnte sich das ja stacken, ne? Das wäre eigentlich so gesehen gut. Aber hier zum Beispiel Schädel, den stackt's hier. Das würde bedeuten, Schädel hat immer einen minus roten Schädel hier. Oder was soll das sonst bedeuten? Denke ich mal, ne? Das ganze Gedöns hier weg. Fett. Ach so, stimmt. Aus Fett kann man ja auch Kerzen ziehen, aber halt nicht die super guten Kerzen. So, da ist noch Asche. Die nehme ich aber mal mit ins Inventar. So, und die Leiche hier, die schleudern wir mal aus. Jetzt machen wir uns jetzt nochmal den Luxus hier. Die war ja noch drin. Okay. Ich kann die Seele gar nicht mehr. Okay, Leute. Ja, ich weiß auch warum. Ich habe das Hirn ja rausgenommen. Also die ist eh schon seelenlos jetzt hier, diese Idee. Also gut. Ja, ist ja schon recht. Ihr habt wahrscheinlich schon wieder euren Monitor angeschrien, ne? Tut's nicht. Denn der Monitor kann nichts dafür, wenn der Lego so blöd ist. Wobei, der ist ja auch nicht blöd. Der hat es noch nicht besser gewusst, ne? So, jetzt gucken wir doch mal. Ah ja, der Mond ist gleich drüben. Das heißt, wir könnten zu Wagner, oder? Ne, doch nicht. Schon wieder eine Liste. Wieso Wagner? Ich sag immer Wagner. Okay, alles klar. Wir können da schon rein wieder. So, Bestattungsurkunde. Jawohl. Jetzt haben wir genug Asche. Das heißt dann bei der nächsten Folge, oder? Ach komm, wir machen es noch die Folge. Machen wir die Kirche da, die Kirche nicht, den Friedhof besser. Ach, da will sogar einer beichten. So, oh, eine goldene Geschichte, genial. Jetzt kriegt man da mal goldene raus. Ich habe gedacht, wir kriegen immer eine bronzene raus. So, dann. Nee. Ich muss ja erst Asche in die Urne füllen, genau. Also in die 2 Uhren. Das war der Fehler. Und das halt hier am Küchentisch. Das ist eigentlich total komisch, ne? Ach so, wir haben 10 Porzellankrüge. Wir machen jetzt mal 2. Ich meine, wir hätten 2 gehabt. So, 2. Gut. Jetzt gucke ich nochmal. Nicht, dass es so ist, dass wir dann noch mehr Asche bräuchten.
Dann können wir mit unserem Leichengeschäft gleich mal weitermachen. So, der Esel hat noch ein paar Karotten drin. Moment, falsch. Ja, hier spielt die Musik. Ah doch, wir haben jetzt genug mit Asche gefüllt. So, wo kann man das hinbauen? Ach so, da wo zum Beispiel Gräber wären auch. Lass mich mal was kurz gucken. Grabstätte. Das sind die Plätze, wo ich Gräber machen kann. Okay. Ja, das ist halt ein bisschen doof, dass der Platz sich teilt. Gut, was ich auch hier sehe, aber wir haben hier eh Plätze, dass wir hier zum Beispiel noch einen Weg oder was reinbauen können. Ne? Oder hier siehst du halt, naja, man könnte sagen, jo, kann man da was Sinnvolles hinbauen, damit der Platz ausgenutzt ist. Weil so ein Grab halt 3x3. So, und jetzt machen wir mal die Urnenhalle. Die hatten 4x4. Das ist halt jetzt auch wieder so ein blödes Maß. Wo stelle ich denn die hin? Na gut, hier wäre es dann so, da hätte ich dann schmalen Streifen übrig, wenn ich das jetzt so mache. Wenn ich da Gräber dann wieder hinbaue zum Beispiel. Ne? Man kann auch mehrere Urnenhallen hinbauen, so ist es ja nicht. Was verschenkt man hier an Platz? Ja, das ist auch doof. Schenkt man auch einen Haufen Platz, finde ich. Hier. Machen wir es hier hin. So, die muss ich auch noch aufbauen. Ah, okay. Das ist ansonsten minus 10. Ihr seid ja lustig. So. Dann haben wir 30 Punkte gekriegt dafür. Es ist einfach nur ein Gebäude. Es bringt nichts. Es, ja. So gesehen habt ihr hier fix 20 Qualität. Aber ihr habt halt eine 4x4 Fläche verbraten. Wenn wir uns jetzt mal zum Beispiel anschauen, bei Gräbern hier, ne? Gut, das sind jetzt noch nicht richtig gute. Hier haben wir jetzt ein 15er Grab. Das ist ein 9er, also ein 3x3 Feld. Wenn ich jetzt... Gut, da bräuchte ich jetzt natürlich ein bisschen mehr Platz. Wenn ich jetzt sagen würde, jo, wir bauen 4 Gräber hin, dann brauche ich ein 6x6 Feld und hätte dann bei 15er Leichenqualität zum Beispiel da ja diese Grenze hier, ne? Dann hätte ich das eben 4x15. Dann wäre ich bei 40, 20, 60. So, das würde bedeuten 60. Das heißt, ich müsste 3 von diesen Urnenhallen bauen. Bräuchte dafür eben ein 8x4 und dann nochmal 4x4 Feld. Da bräuchte ich mehr Platz als für Gräber. Ne? Also man kann sich das überlegen, ob man das macht oder nicht. Ne? Also ich finde es eigentlich Humbug. Ich wollte es jetzt nur mal eigentlich zeigen, ne? Dass man es gemacht hat. So, heute ist Inquisitionstag. Das bringt uns nichts. Wir bräuchten den den Astrologentag. So, gut. Ich würde mich hier mal in die Falle legen. Ist ja egal, da können wir den Tag vielleicht ein bisschen überspringen. Dann können wir nämlich auch vielleicht gleich den Astrologen noch hier und das mal den Questen vorankommen. Ne? Weil das mit den Leichen haben wir zu Genüge eigentlich schon mal gemacht. Und ja. Und somit habe ich schon wieder eine Dreiviertelstunde um. Erstaunlich. Ja, also wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Das nächste Mal geht's weiter. Euer Lego. Bye, bye.